Arbeitsunfall an der Bahnstrecke in Melsungen. Dort ist der Teleskopkran einer Baufirma neben dem Bahndamm umgestürzt. Der Zugbetrieb konnte störungsfrei weitergehen, denn zum Glück war der Kran nicht auf die Gleise gefallen. Der Kranführer kam mit Verletzungen ins Melsunger Krankenhaus. Sein Chef sagte, der Mann habe das Fahrzeug wohl nicht richtig abgesichert, als er den 10 Meter langen Teleskopkran ausfuhr. Die Berufsfeuerwehr aus Kassel rückte mit einem weiteren Kranfahrzeug an, um die verunglückte Baumaschine wieder auf die Räder zu stellen. Auch die Melsunger Feuerwehr war mit 11 Mann im Einsatz. Gegenüber der Melsunger Bartenwetzerbrücke bauen die Arbeiter gerade eine weitere Haltestelle für die Regiotram.